So, willkommen zurück. Meine Rache werdet ihr gleich spüren. Ich erwarte eure Befehle, Kommandant. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ich erwarte eure Befehle. Rückt vor! Bewegt euch, ihr Halunken! Marsch! Ich erwarte weitere Befehle. Wir müssen hier auf Söldner zurückgreifen. Ich löse die jetzt mal auf. Bereit zum Kampf! Wir hungern nach einer Schlacht! Okay. Die haben eine schlechte Moral. Muss wohl an der Niederlage zusammenhängen. So, dann gib mir denen ein Level up. Und ich hoffe, das reicht. Scheiße. Haben wir wenig Schaden gemacht. Wir sind voll auf die Fernkämpfe gegangen, aber die Hopliten haben ja quasi fast keinen Damage erhalten. Diese Stadt ist gratis. So, ihr wollt mich angreifen? Ich bin der, der euch angreift. Ankira ist stark bewacht. Ah, sie hungern. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie komplett dezimiert sind. Okay. Diese Flotte wird uns noch helfen gegen Sparta, weil vielleicht können wir da ja einen Angriff machen. Oder vielleicht auch nicht, denn ich glaube, wir können ja gar nicht dran. Naja, dann geht nach Athen und versucht da ein bisschen zu helfen. Ach verdammt, ihr kommt da nicht ganz ran, nicht wahr? Mist. Okay, wie sieht's hier aus? In Ägypten? Wann können wir euch angreifen? 5 Runden. Okay, in 5 Runden ist Ägypten dran. Ja, Runde beenden. Oje, greift Sparta uns an? Die schippern wieder mit ihrer Flotte rum, die Athener. Oje, Sparta ist dran. Was passiert? Gar nichts, sie greifen nicht an. Persien ist dran.
kriegt man das jetzt in jedem Zug? Sextus Brutus Canus. Er hat doch gar nichts gemacht. Na gut, er hat die Stadt vielleicht erobert. Ist okay. Ist okay. Die können wir eigentlich rüberschicken nach Athen. Oder wir schicken den hier rüber und greifen Ankyra an. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Wir müssen halt jetzt aufpassen wegen dieser Flotte hier. Bauen wir schnell eine neue Armee auf. So. Söldner. Die reichen eigentlich. Dann bauen wir das hier um. Okay, ein Tempel noch für die Kultur. Im Prinzip brauchen wir nur Rhodos, dann gehört Asia uns komplett, die Provinz. Okay, unsere Flotte ist da. Wollen wir es nochmal riskieren und die nochmal angreifen? Es müssten ja jetzt weniger sein. Aha! Jetzt hauen sie ab. Sie haben sich hier an der Küste verschanzt. Rück vor, bereit zum Kampf. Na warte, meine Rache wird brutal sein. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Wir können dort nicht segeln. Zu euren Diensten. Wer will, wer will? Wir können dort nicht segeln. Stirb! So, Sparta ist unbewacht. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen! Wir hungern nach einer Schlacht! Ich erwarte euch, erfüllt eure Pflicht, Männer! Ich erwarte euch. Okay. Gut, läuft ja alles ganz gut bisher, wenn wir jetzt davon diese Niederlage absehen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit Kreta und Rhodos? Wir könnten die in Ruhe lassen, bis wir unseren Krieg beendet haben. Und wir schnappen uns diese zwei Städte, Knossos und Rhodos. Naja, wir haben noch so viele Feinde hier im Osten. Bald haben wir auch Ägypten als Feind. Ich glaube, wir lassen die fürs Erste in Ruhe. Wenn wir hier das Ganze hier erobert haben, können wir ja uns die Provinzen da schnappen, die zwei. Damit gehört uns, ja, damit gehören uns alle Mittelmeerinseln. Und fast auch die gesamte Küste des Mittelmeers und fehlt uns eigentlich nur diese Küste hier und dann diese Küste hier. Gut. Wir müssen noch warten, bis wir den Ägyptern den Krieg erklären können. Währenddessen kümmern wir uns um die Athener und Baktrier. Thank you.
So, dann haben wir noch eine Agentin. Eine Agentin, nicht ein Agent. Naja, du bist mir eigentlich auch recht. Denn du musst sowieso hier die römische Kultur verbreiten. Hier eine Agentin an der Grenze zu Indien. Gehst mal hier hin. Und Agentin Nummer 2. Naja, die hat ja schon hier ordentlich erkundet. Du gehst mal hier rüber. Ich will mich ausruhen. Dann die Legio Balkan 1. Du bekommst mal Angriffsbonus. Die Legio Balkan 3, die kriegt mal hier Geschosse pro Minute und Kriege. Okay. Diese Armee, die sind bereit, Alexandria anzugreifen. In ein paar Zügen. Ich erwarte eure Befehle. Nämlich in exakt 4 Zügen. Ich sehe hier immer mehr baktrische Truppen herumlaufen, das ist kein gutes Zeichen. Wehe Victis, ihr habt viele Feinde, doch niemand kann sich mit euch messen. Zeigt der Welt, was mit denen geschieht, der sich euch in den Weg stellt. Unterwerft 13, ja gut, okay, das haben wir erledigt. Und wir haben 17.000 Gold erhalten. 5. Excelsior, immer weiter. Ihr habt viel erreicht und es gibt kein Zurück mehr. Zieht hinaus, um zu erobern. Ruhm und Ehre warten. Ihr herrscht 10 Provinzen, entweder durch direkten Besitz oder über Clients, Königtum und Militärbündnis. Belohnung 25.000 Gold. Okay. Tja, die Griechen, denen geht's nicht gut. Die hungern alle oder sind auf der Flucht. Diese Armee geht. Wir könnten Ankira angreifen. Kommen wir da ran? Wir kommen da ran, okay. Sie werden niederkauern vor der Macht. Ich erwarte eure Befehle. Dann schicken wir die andere Armee hier rüber. Die eine, die sollte, könnte es eigentlich schaffen, aber doppelt ist besser, ne? Wir haben ja jetzt schlechte Erfahrungen seit dem letzten Krieg. Seit dieser großen Schlacht gegen die Spartaner gab es. Da
geben jetzt besser doppelt sicher. So muss sicher. Kann man auch Sachen umbauen in Sparta? Genau, wir versklaven jetzt die Spartaner, vergewaltigen ihre Frauen. So, okay. Das ist das, was passiert, wenn man sich gegen uns auflehnt. In genau 3 Runden greifen wir Ägypten an. Bam. Und diese Armee hier? Oh, weiter hungernde Griechen. Die mutigen Gefährten. Wohl eher die hungernden Gefährten. tja. Jetzt haben wir hier keinen Feind mehr in Eisgrenz. Also wir haben keinen Feind mehr in unserer Grenze, außer hier unten. Die Baktrier. Wir könnten uns diese Provinzen erschnappen, aber ich glaube, wir haben ein Handelsabkommen mit denen hier. Naja, wie sieht's denn jetzt aus? Wir könnten den Seleukiden wieder in den Krieg erklären. Die haben hier eine Provinz. Und die zwei Provinzen, die ignorieren wir einfach. Das ist unser Verbündeter, Trapezunt. Den lassen wir noch in Ruhe. Den können wir ja irgendwann mal angreifen, wenn wir hier keine Probleme mehr haben. Naja. So gesehen, diese Armee hier, die schicke ich jetzt mal nach Side. Wir bräuchten einen Militärzugang von Sardes. Die mögen uns ja relativ. Wenn ihr aufrichtig sprecht, die Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Nicht anders? Nein. Militärischer Zugang. Achso, ich habe bereits einen. Nee, habe ich nicht. So. Ich gebe euch auch Geld, ansonsten laufe ich so drum rum. Mehr gebe ich euch aber nicht. Na, ich gebe euch vielleicht auch ein bisschen weniger. So vielleicht. Eure Worte sind wie die Oliven eines kranken Baumes. Sie sehen gut aus, schmecken jedoch schal. Und wie sieht's jetzt aus? Wir Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an. Selbst wenn es unseren Stolz fällt. Ja, ja. Ein bisschen Geld lässt jeden Menschen weich werden. Das bauen wir hier um. Bilden wir daraus Gladiatorinnen aus. Joa. Gut, wir haben wieder ein bisschen Geld übrig. Was machen wir denn damit? Wir könnten uns eine neue Armee nochmal leisten. Theoretisch. Eigentlich bräuchten wir die Truppen hier nicht mehr in Griechenland, sondern eher hier in Kleinasien. Aber hier sind noch überall so griechische Flotten da. Naja, Es kann sein, dass die gleich Apollonia angreifen. Wie hoch ist denn die Garnison dort? Apollonia 2. Das ist nicht gut. Dann baue ich mal schnell eine Armee dort. Hast du eine Männerstimme?
glaube, die hat eine Männerstimme. Voll die Kampf. Das ist bestimmt eine Kampflesbe. So, wir bilden Kampflesben aus. Hoffentlich erfüllen die ihren Zweck. Ja, also der Admiral sagt ja. Gut, dann glaube ich ihn mal. Huch, wir haben da noch auch so eine kleine Armee rumstehen. Die kann man wieder auflösen. Die habe ich eigentlich nur zum Schutz rekrutiert. So eine Zugarmee. Okay, ach, wir brauchen doch keine... Wir haben 500 Nahrung. 5 fucking 100 Nahrung. Okay, I end my turn. Du kriegst Schrecken. Was? 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 Ziel erteilt. Veni, Vidi, Vici. Ich kam, ich sah und siegte. Die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Wer wird sich an eure Feinde erinnern? Wenn selbst deren Namen zu Staub zerfallen sind, unterwerft 20 verschiedene Fraktionen, indem ihr sie zum Klientkönigtum macht oder ihre letzte Siedlung erobert. Schatzkammer plus 16.000, okay. Du! Wieso sind alle Agenten so erfahren? So, geh rein. Leert. Und du gehst hier rüber. Huch! Huch! War das schon so oder haben die das gerade erobert? Mensch, die Athener haben das tatsächlich erobert. Sowas. Das heißt, die haben dann eine Armee rumstehen. Bestimmt. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht, naja, die bräuchten schon eine Armee, um das zu erobern, ne? Alles andere macht keinen Sinn. Na toll. Jetzt habe ich umsonst Gold ausgegeben für diesen Zugang. Massaker. Sobald ich dort bin, gibt's ein Massaker. Okay, du warst schlecht. Tja, 3 Runden noch, ne? 2 Runden noch.
Okay, naja, mir wäre es recht, wenn Sardes vernichtet wird, weil dann können wir die Provinzen erobern, ohne extra wieder einen neuen Krieg zu erklären zu müssen. Naja, wir können uns mal unsere Feinde anschauen. Uiuiui, wie stark wir mittlerweile sind. Also Athen kontrolliert jetzt hauptsächlich Provinzen in Armenien. Oder so halt, ne, in Kleinasien. Und im Kaukasus haben sie ein paar Provinzen erobert. Okay. tja, Sardes. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Hey, wie wär's mit Gold? Oh. Ist aber viel. 35.000 ist viel. Wir sprechen mit Bedacht. Wahrscheinlich werdet ihr eh gleich vernichtet. Genau. Ich gebe jetzt 35.000 Gold und dann werden sie sofort, nachdem ich das gemacht habe, im nächsten Zug vernichtet. Genau so wird es passieren. Sparta. Tja, Sparta verhungert gerade. Ägypten, naja, wird bald erobert sein. Die will ich auch irgendwann mal angreifen. Die kontrollieren ja hier hauptsächlich Provinz hier an der Küste. Die können wir gut mit Küstenüberfällen erobern. Rhodos lasse ich noch in Ruhe. Die lasse ich. Ja, die lasse ich auch in Ruhe. Persien. Was? Wieso habt ihr da oben eine. Ne, muss ich nicht verstehen. Hä? Armenien? Gibt es euch wieder? Was? Armenien existiert wieder. Yay! Hey, wollt ihr mein Vasall werden? Dass ich ein Amulett gegen den bösen Blick habe. Fauler Zauber wird euch nichts nutzen. Expectum Patronum! Funktioniert nicht. Er hat recht. Tja, okay. Dann haben wir noch Agentinnen im im Fernen Osten. Kart. Im Dienste Roms werde ich nie müde. Und was ist mit dir, meine Liebe? Du gehst mal hier rüber. Ich bewege mich unbemerkt. Okay. Tja. Oh, was haben wir denn da? Futter! Ich glaube, sie wollen nicht von mir gefressen werden. Oh, spartanisches Futter! Schmeckt gleich doppelt so gut. Niam, niam, niam. So, die fressen wir mal. Oh, und euch fressen wir auch gleich mit. Oh, ihr Weicheier. Ja, seht ihr, die hungern. Also, fressen. Los! Einer weniger. Einer weniger. Oh, so viele hungernde Leute fressen. Ach nee. Muss das sein? Ich kann die nicht bewegen, weil sie sabotiert wurden. Ha. Naja, je länger ich warte, desto schwächer werden die Athener. Ich muss jetzt eigentlich nicht so zwingend angreifen. Ich kann auch ein bisschen warten.
und mir vielleicht Ägypten holen. Wir haben schon wieder so viel Geld. Oh Gott. First World Problems. I have too much money. Well, let's build some structures. And why I started speaking English? I don't know. Where are the Elendsviertel? The Elendsviertel are here. Oh my gosh, we can build so much another buildings. That's unbelievable. Let's build a building quickly before they entstehen some Elendsviertel. Okay, maybe I should stop speaking English. Okay, I do. I don't speak English anymore. Right now. Haben wir euch schon bewegt? Das ist echt bewegend. Ja, meine Clique sind echt bewegend. Naja, wir müssen hier noch ein bisschen was erobern. Also ich möchte hier ungefähr alles erobern bis... Moment, ich zeig's euch auf der Map. Also ich möchte hier alles erobern ungefähr bis hierhin. So ungefähr. Den Kaukasus nehme ich noch mit. So ungefähr. Ja, so. Oder, Moment, was waren die historischen Grenzen? Ich glaube, Mesopotamia und Armenier. Mehr haben die, glaube ich, dann nicht erobert. Also ich erobere alles bis Mesopotamia und Armenier. Diese, genau, das alles erobere ich. Hier, ja, hier kann ich was... Naja, Eigentlich haben die Römer Nabatea nicht erobert komplett, oder? Ach, ich erobere das einfach. Was soll's? Das ist ja ein Spiel, das muss nicht korrekt historisch nachgebaut sein, das Römische Reich. Nur so ungefähr... Genau, und sobald wir hier alle Provinzen erobert haben, im Nahen Osten, gehen wir in den Norden und erobern Spanien, Gallien, Teile Germaniens und Britannien. Und dann haben wir es geschafft. Yeah. Und dann spielen wir Age of Empires. Ach verdammt, so viele Level-Ups. Große Schützen ist mir egal eigentlich. Es ist mir eigentlich egal, was du da für Skills hast. Das ist mir egal, so wie in Skyrim auch. Wahrscheinlich bin ich in Skyrim deswegen so schlecht und sterbe gegen Ratten. Der zwar der Beachtung des Pharaos, Erbe des Osiris, nicht würdig ist, unsere Kaufleute... Halt nein, in Skyrim gibt's keine Ratten. Aber Wölfe gibt's. Ich sterbe immer gegen Wölfe. Ich weiß nicht. Immer wenn ich Skyrim spiele, kommt es... bekomme ich den Gedanke, erst Krieger zu spielen. Und dann denke ich mir so in Level 5, ich will eigentlich keinen Krieger mehr spielen. Ich will Magier spielen. Und dann werde ich zur Magier. Und nach so 10 Leveln... Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich gebe euch Frieden, wenn ihr es wagt. Ihr gebt auf. Wieso gebt ihr auf? Habt ihr es eingesehen, dass ihr gegen mich nicht gewinnen könnt? Ich bin nicht so ein Fan von Klientkönigtume, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird uns zwar einiges entlasten, wenn wir das jetzt annehmen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das will, weil wenn die Athener jetzt was für uns erobern, dann könnten sie uns verraten. Das ist bei unserem... Wir sind verlässlich? What? Wie konnte das passieren? Okay, wir sind verlässlich. Jetzt wieder. Toll. ne, ich nehm's ab. Ich lehn's ab. Weil,
Die verhungern jetzt eh und dann haben sie eh alle keine Provinzen mehr. Ja. Das passt mir gar nicht, dass du da mit deiner Flotte da an der Küste entlang schipperst. Naja, die haben alle eine bessere Garnison. Je weiter du in Richtung Italien reingehst, desto größer die Chance, dass, ja, desto mehr Garnisonstruppen wirst du sehen. Lasst uns diese Sache wie zivilisierte. Ja, lass es uns wie zivilisierte Menschen regeln. Du Arschloch, ich nehme es nicht an, du Arsch! Verpiss dich! Wachen! Was? Ein Mitglied wird erpresst? Ah, egal, wir haben hier genug Geld. So, bereit zum Kampf, ja. Tarsus könnte man angreifen. Aber greifen wir zuerst Massaker an und verrichten dort einen Massaker. Können wir Ägypten nun angreifen? Ein Zug. Dann ist es soweit. Ich erwarte eure Befehle. Kyrene könnte schwer zu erobern sein. 13 Garnisonseinheiten und hier ist auch noch eine Armee. Aber wir könnten uns Alexandria krallen. Und dann ein paar Truppen hier rüber schicken. Dann sind sie ganz isoliert. Naja. Gott, wir haben schon wieder Geld. Ohne Ende. Das. So. Okay. Geldproblem gelöst. Mein Können steht, wie ihr befehlt. Du gehst hier rüber. Nisa. Kann ich euch noch behilflich sein? Ich die. Und du gehst weiter in den Norden rein. Oh Gott, ist das verdunkelt hier. Hier war noch nie ein Römer bestimmt, dort wo die jetzt ist. Ah, da ist eine Siedlung. Geh mal darüber. Die ist jetzt in Transoxanien, oder wie diese Provinz auch heißt, ungefähr so. Transoxanien, nee, die heißt anders. Irgendwie so ähnlich. Nicht Transsilvanien, sondern irgendwie anders. Transsilvanien ist ja, Moment. Das ist hier. Da ist Transsilvanien ungefähr. Hier. Genau. Das Karpatengebirge. Das war ja früher Besitz von Ungarn. Und die Rumäner sind heute im Besitz von Transsilvanien. Da gibt es auch heute noch einen Streit um die Provinz. Und im Zweiten Weltkrieg haben die Ungarner das von den bekommen. Von den Rumänern. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben die das wieder zurückgehalten, die Rumäner. Massaker, verricht mir ein Ma... Okay, ich höre jetzt schon auf mit diesem Witz, der ist langsam langweilig. Messer in den Kopf! Oh. Und du gehst nach Amasea. What the? Ich war es nicht, aber schön, dass andere auch das Problem haben. Okay. Kann man die eigentlich sehen, die Elendsviertel von oben aus? Nee, ich glaube nicht. So, jetzt sind wir langsam im baktrischen im Herzen des baktrischen Reiches langsam. Also wir nähern uns langsam
ne, dem baktrischen Reich. Unser Feldzug verläuft gut. Wir werden euch die Ehre erweisen, mit den Ägyptern zu handeln. Lasst diese Gelegenheit nicht ungenutzt vorüberziehen. Und ich werde euch die Ehre erweisen, euch zu vernichten. Aber erst, wenn ihr fertig seid. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Ergreift sie oder leidet weiterhin. Naja, so viele Feinde wie ihr habt, würde ich behaupten, ihr leidet gerade mehr an euren Kriegen. Himja, Maskat, Ägypten, Rom, Kimmerer, Athen, Sklaven, Sardes, Trapezunt, oh Gott. Nope, ich lehne ab. Was soll das? Lass das mal, ja? Achso, das ist ein anderer Event, okay. Ich hasse Sabotagen. Toll, jetzt kann er nichts machen. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, die haben Angst vor uns und verteidigen ihre Städte gar nicht mehr. Und eine weitere Provinz gehört uns. Hier ist ein Wald dazwischen, das heißt, sie können da nicht angreifen. Los, zurück nach Ankira. Okay. Wir könnten jetzt Antiochia angreifen. Ha, wir haben eine Exklave. Also die, nee, nicht Exklave, sondern ein Binnenstaat entstanden lassen. Umgeben von uns. Die könnte man eigentlich angreifen. Ah, ja. Dann macht diese Provinz wieder Sinn, weil, naja, vielleicht kann diese Armee das ja machen. Schade, dass es hier nicht mehr die Optionen gibt. Nehmt an oder wir greifen an. Das wäre jetzt schon praktisch. Okay, Ägypten. Wir haben Krieg. Auf dass ihr tausend und abertausend Flüche erleidet, als Strafe für diese Torheit. Einnehmen! Sie werden niederkauern vor der Macht um! Bereit zum Kampf! Zu euren Dienst! Niemand wird entkommen! Schaffen wir das? Hm, könnte schwierig werden. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms. Machen wir zuerst Alexandria. No, weil machen wir Auto. Ja, Auto. Aha.
Gut. Sobald wir diese Provinz kontrollieren, kontrollieren wir komplett Afrika. Und das Ägyptische Reich ist besiegt. Und los geht's. Okay, wir kommen in Alexandria, die Hauptstadt Ägyptens. Und die letzte Provinz, die wir noch erobern müssen, bis uns komplett Afrika erobert. Und das ist das Wahrzeichen von Alexandria, der berühmte Leuchtturm. Diese Leuchtturm hat vielen Schiffen den Weg gezeigt an der Küste. Hier ist ein Obelisk. Ja, man könnte schon meinen, dass es hier Alexandria ist, selbst wenn man da jetzt sich jetzt nicht so auskennt. Hier ist irgendwie so eine Arena. Und das ist der ägyptische Palast des Pharaos. Den müssen wir erobern. Und sobald wir den Pharao gestürzt haben, ist das ägyptische Reich besiegt und Afrika und Ägypten gehört uns. Zurück von den Mauern. Okay. Keine Mauern der Welt können uns aufhalten. Keine Herzen sind so mutig wie unsere. Keine Schwerter so scharf wie unsere. Keine Speere spitzer und keine Götter unbarmherziger. Wir werden heute siegen. Und da ist unsere Verstärkung. Mutiger Römer bis zum letzten Mann. Wir haben Balliste in unserer Armee. Oder Artillerie. Mit diesen Geschützen werde ich die Mauern zerstören. Die Gebäude in Brand setzen, die dahinter stehen. Beziehungsweise davor stehen. Ui, sind da Hieroglyphen drauf? Ja, das sind es echte Hieroglyphen oder nur so Fantasie? Weil, ja. Also, wenn es jemanden unter euch gibt, der ägyptische Hieroglyphen lesen kann, dann erstmal Respekt und, naja. Vielleicht könnt ihr das ja lesen. Oder vielleicht auch nicht. So, unsere Armee ist bereit. General! Naja, nicht ganz. Unsere Artillerie ist noch unterwegs. Kommt, das beschleunigen wir mal. Huch! Verstärkung! Oh Gott! Aufhalten! Scheiße, die greifen uns an! Netter Überfallversuch, aber ich hab schnell reagiert. Oh, schnappt sie euch. Schnell! Oh
Oh, seid ihr von mir abgeschnitten? Jetzt, wo lauft ihr denn her? Ja, lauft direkt in die Hufe meiner Kavallerie. Okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Kein guter Ort, um zu kämpfen. Hier mitten auf dieser Klippe. Das war ja leicht. Da ist ja kaum Gegenwehr zu sehen. Kaum sehen sie die Elefanten, hauen sie ab. Wie bei meinem Chef. Da hau ich auch immer ab. Wenn ich den sehe. Ja, der ist ja auch schon so ein Elefant. That was easy. Come on, Lenny. Elefanten! Huch, die werden beschossen. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. So, unsere Elefanten sind bereit für die Schlacht. Genau, ihr seid bereit. Moment, habt ihr schon geschossen ohne... Die schießen ohne meine Erlaubnis! Hey! Hört auf! Hier wird erst geschossen, wenn ich es sage. Blät! So, hier, erstmal rangehen, ja? Allein dafür sollte ich euch schon, ich glaube, ich lasse euch von den Kampflisten ein bisschen bestrafen. Als Strafe nach dieser Schlacht. So, erstmal sammeln. Balliste! Schneller, los! Huch, was passiert hier? Was ist mit dem Gebäude? Moment, hä? What the fuck? So, jetzt habt ihr Reichweite. Zerstört die Mauern Alexandrias! Nicht das Tor! Die Mauer! Das da! Das lange Teil! Nicht das! Leute, da drauf! Nicht da drauf! Genau! Warum hat das keinen Schaden gemacht? Warum hat das keinen Schaden gemacht? Aha, schon besser. Ihr habt bereits die Hälfte eurer Munition verschwendet und noch nicht einmal eine Mauer zerstört. 39, 45. Leute, ich will euch keine Tipps geben, aber vielleicht solltet ihr weg. Ja, genau. Ja, die sind schlau. Feuer! Hm.
jetzt! Los! Tschüss! Nice! Da ist die Bresche. Dann macht man den Turm jetzt platt. Ihr habt ja schon ein bisschen damit begonnen. Unfreiwillig. Ja, jetzt kommt schon. Schieß auf den Turm, bitte. Leert, schießt auf den Turm. Schießt ihr in Wellen. Und? Bam! Der nächste. Die kriegen schon Panik. Oh Gott, sie greifen uns an. Sie greifen uns an. Bei Isis, sie greifen uns an. Ja, ich habe euch gesagt, ich greife die Häuser da hinten an. Danke, dass ihr meinen Befehl erfüllt. War's das schon? Habt ihr noch Muni? Du kannst hier schon mal abhauen. Nee, ihr habt nichts mehr. Gut, dann haut ab. Okay. Jetzt, da wir eine Bresche haben, brauchen wir die Leitern nicht mehr, die wir da haben. Schwer Infanterie bereit. Horari! Obidiamus! Deutsche Römer! Was, deutsche Römer? Kampfgruppe bereit. Das sind Deutsche? Cool. Also, das sind deutsche Römer. Im Namen Roms. Hat er gerade gesagt. Ach, der Palast ist ja direkt da die Straße entlang. Okay, das heißt, wir müssen uns hier nur durchkämpfen und dann bis zum Palast nur vorne, dann haben wir es schon. Los! Angriff! Marschiert in die Stadt! Eine Belohnung für jeden, der mir die Feder eines Offiziers bringt! Ein schon habt ihr genug. Zu Befehl, Senator! Dreckskerle! Ich will Ordnung sehen! Haltet Abstand! Shit, wir werden beschossen. Okay. Los, schnell. Durch die Mauern. Schnappt sie euch. Durch die Bresche. Los! Hier wieder ein Wischmopp.
So. Ja, ihr sollt an die Mauern. Also da hochlaufen, meine ich. Naja, der Mob, der haut ab. Tschüss! Feuer! Ich weiß, keine Kavallerie gegen Speerträger, aber... Das interessiert mich jetzt wenig, weil... Naja, vielleicht sollte es mich interessieren. Was, wo sind meine ganzen Truppen? Da staut sich's. Da staut sich's. Los, alle rein. Da staut sich's. Schlimmer als auf der B17. Also, ja. Krieger! Tja. Wieso ist denn hier lauter Kavallerie? Gegen Speerträger. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Leute, ihr seid dumm. Macht sowas nicht. Jetzt habe ich die Nahkämpfer angewählt. Equites zurück. Astarte, Angriff. Ihr seid eh hinter denen. Ist okay. Oh Gott, ich hasse diese Phalanxe. Genau wegen sowas haben wir den Krieg gegen die, also die Schlacht gegen die Spartaner verloren. So, kann ich sie demotivieren irgendwie? Geht das? Wo ist mein General? Da, okay. Kriegsschrei! Sind noch Truppen? Da oben sind noch Truppen! What? So, die Astarte, die schnappen sich die jetzt und ihr marschiert hier rein. Das ist ein Zentrum der Stadt. Die hauen auch ab. Drei Truppen. Wow. Hä? Moment. Ich will nichts sagen, aber ich glaube. Halt nein, da ist. Theoretisch hätte man hier eine coole Seeinvasion starten können. Hier Truppen landen und dann hier einfach. Naja, gut. General! Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Nein, ihr greift ihn nicht an. Ihr seid Kavallerie. Und das sind Speerträger. Ihr greift die Kavallerie da drüben an. Ihr greift die da an. Und ihr, die da im Zentrum. General!
nee, nicht schon wieder. Oh nein, Leute. Lauf doch nicht in die. Los, Elefanten. Los, Elefantenattacke. Naja, Elefanten sind schwach gegen Pikeniere. Wir haben ja eh den Zahlenvorteil an unserer Seite. So dass ich sagen kann, das ist egal. Oh nein, ein Elefant ist tot. Ja, unsere Elefanten werden geschlachtet. Die fliehen schon, okay. Wie sieht es hier im Zentrum aus? Ah ja, okay, jetzt fällt ihr noch in den Rücken und dann haben wir die Schlacht gewonnen. Sieg! Alexandria gehört nun uns! Eure Macht kennt keine Grenzen. Ihr könnt nur zusätzliche Armeen, Flotten und Agenten erhalten und mehr Provinzerlasse erteilen. Ägypten gehört uns. So. Dann können wir noch forschen. Könnten die gegossene Architektur machen, dann hätten wir den Zweig hier ausge... Minus 7 pro... Okay. Ja. Wir haben es geschafft. Komplett. Afrika gehört uns. Die Ägypter haben hier noch ein paar Flotten, die gerade verhungern. Ja, gut, die Zahl ist auf unserer Seite. Ja. Nach einer Schlacht. Du kriegst Schrecken. Du kriegst Nahkampfabwehr. Du, meine Gute, gehst darüber. Das ist unmöglich. Leisen Schrittes. Und die andere geht hier rüber. Gott, primitiv. Skythien. Das sind die Massageten. Unser Patrizier, der verbreitet jetzt die, Kultur in Rom. ...30% plus 5% jede Runde, okay. Dann unsere Flotte. Ich jag mit dieser Flotte jetzt mal diese Flotte hier, weil die sich so ausbreitet. Wir müssen hier noch aufpassen, hier sind baktrische Flotten. Die könnten uns ja mit Invasionen etwas das Leben schwer machen. Boah, wir haben viel gemacht in dieser Runde. Und wir können Erlass freigeben, da sich unsere Imperiumsstufe erhöht hat. Steuersatz in Alexandria. Ja.
Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Ergreift sie oder leidet weiterhin. Schon wieder. Wie geht's in Athen eigentlich? Oh. Okay, dann seid ihr jetzt unser Hauptfeind. Ja. Jetzt haben wir ja die Athener gut geschwächt. Theoretisch könnte man Frieden sogar jetzt mit denen machen. Oh. Ihr greift meine Stadt an. Ihr greift mich an. Das habt ihr toll gemacht. Und jetzt? Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun, klettert ihr an Bord? Naja, den Frieden hätte ich schon angenommen, aber ich wollte halt noch mehr rausholen daraus. Naja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht nehme ich doch kein Clientkönigtum. Ich will nur ein Bündnis. Und ich will kein Bündnis. Nicht mit euch, ihr seid zu schwach. Mann, nicht schon wieder. Leert. So, gleich mal hier. Nein, das nicht, sondern... Gut, das können wir auch die ganzen Truppen in Ägypten benutzen. Ich schicke sie jetzt mal hier rüber. In Alexandria bauen wir jetzt noch um. Okay. Hier ist eine Flotte der Ägypter. Töten! Naja, die sterben gerade. Langsam. Können wir die angreifen? Oh, besser nicht. Wir kommen zurück! Greifen wir Antiochia an? Hier, machen wir mal den Gewaltmarsch weg. Und dann marschieren wir nach Amseia. Amaseia. Gut, dann haben wir hier noch eine Agentinnen. Ägypter marschieren nach Norden mit ihren Flotten. Interessant.
So, wir haben Herbst. 231 vor Christus. Verdammt, das sind ja welche. Dann können wir hier noch umbauen. So. Die Truppen können wir hier rüber schicken. Wieder zurück nach Ägypten. Gut. Und jetzt ist es an die Stelle gekommen, an dem ich euch als Imperator leider verlassen muss. Für 9 Monate. Ich habe es ja schon erwähnt in einem meiner Videos, wo ich zurückgekommen bin aus meiner Let's Play Pause. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich wieder eine Pause machen muss, weil ich einfach jetzt im dritten Lehrjahr bin. Privat, und das nächste Jahr, das wird sehr wichtig für mich werden, weswegen ich das Let's Play wieder pausieren muss, auch für es sind für 9 Monate, also bis Mai 2018. Bis dahin habe ich dann meine Abschlussprüfung bestanden, hoffe ich zumindest. ja, und dann geht's wieder weiter mit diesem Let's Play, aber fürs erste ja, heißt es erstmal, dass der Imperator Janka sich zurückziehen muss. Und er hat viel erreicht. Er hat ganz Italien erobert. Er hat die Karthager besiegt. Er hat Afrika erobert, sich eine Präsenz in Iberien geschaffen, den Balkan erobert und auch Kleinasien fast unter Kontrolle gebracht. Es fehlt nicht mehr viel. Es muss lediglich nur noch Syrien erobert werden, Mesopotamien und Armenien. Und dann hier noch Gallien und Britannien. Also, das Let's Play ist fast fertig, wenn man es so sagen kann. Es fehlt nicht mehr viel. Und nach dem Let's Play wird es weitergehen mit Age of Empires. Also ich vermute, wenn ich dann im Mai wieder zurückkomme, wird das Let's Play wahrscheinlich so im, je nachdem wie produktiv ich bin, im Juli oder August fertig sein. Ja, dann geht's los mit Age of Empires, dann wieder in einem Jahr im September 2018. Aber bis dahin heißt es erstmal, dass ich für 9 Monate mich zurückziehen muss in meinen in meinen Palast, jetzt sage ich jetzt mal, im Spiel in Rom, und dort werde ich jetzt mich für die nächsten 9 Monate zurückziehen und ja, mal schauen, wie sich das Reich während meiner Abwesenheit entwickeln wird. Ob ich dann noch mich wieder hineinversetzen kann nach den 9 Monaten, wer weiß, wir haben ja jetzt Herbst.
im Sommer 2018 oder im Sommer 330 vor Christus wird sich einiges verändern. Es warten neue Herausforderungen auf mich. Ja. Und ich hoffe, ihr steht mir dabei bei. Vielleicht zwar nicht in Real Life, aber immerhin im Let's Play. Gut, was gibt's noch zu sagen? Also, ich war ja nach meiner Pause, habe ich ein bisschen befreiter Let's Play aufnehmen können. Ich habe es ja...